Beschäftigung mit der jüdischen Vergangenheit wird bei uns respektvoll und liebevoll gepflegt. Nur ein zentrales Themenfeld wurde bislang ausgeklammert: das Leben unserer jüdischen Mitbürger Jude. Heute. Was soll das denn jetzt? Warum beschimpfen Sie ihn als Jude? Es tut mir leid, ich wollte niemanden beschimpfen, aber er soll einfach mal Jude sagen, nicht ständig dieses jüdische Mitbürger. Was haben Sie gegen jüdische Mitbürger? Sind Sie Antisemit? Nein, natürlich nicht. Früher waren Juden Bürger wie alle anderen auch, jetzt sind sie nur noch Mitbürger. Ja, und was soll man dann sagen? Ich esse auch mit Ihnen und bin trotzdem kein Mitesser. Was? Alter Pickel! Когда я вернусь... Gibt es Leute, die eine Befreiung brauchen hier? Когда пробегу, не касаясь земли... Gegenein, ich war Dennis, bis ich Ihnen die Möglichkeit, mir erbarmungswürdig in die Augen zu schauen. И вздрогнув от счастья, на птичий твой... Kommen Sie jetzt! Zum Vorzugszeit und nur 1 Euro dürfen Sie mich einmal anfassen! Och, когда вернусь... Was ist ein Jude? A. Eine Religionszugehörigkeit? B. Eine Volkszugehörigkeit? Oder C. Der Anfang eines Witzes? Sind halt einfach Opfer. Warum das so ist, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das war schon immer so. Das liegt an denen ihrer Religion. Genau. Genau, das kommt vom Glauben, kommt es. Die glauben nämlich selber, dass sie die Opfer sind. Пойду в тот единственный дом, где... Achtung, Achtung! Sie verlassen den Sektor reine Unterhaltung. Sie betreten den Sektor Kunst und Kultur. Zeigen Sie unaufgefordert den Nachweis Ihrer geistigen Mitarbeit. Genetische Anthropologie ist unser Thema. Allgemein untersucht unser Institut den Zusammenhang zwischen Genen und Herkunft. Wir beschäftigen uns also mit den Wurzeln des einzelnen Menschen und kommen dabei immer wieder auf die Wurzeln der Menschheit. Irgendwann landen wir tatsächlich beim Genmaterial der einen ersten Frau oder des einen ersten Manns. Irgendwann landen wir bei Adam und Eva, dem ersten Affenpaar, das nach einer Mutation oder Gottes Eingriff den aufrechten Gang weitervererbte, je nachdem an was sie glauben. Hören Sie, worum geht's? Der sieht so normal aus. Wie soll er sonst aussehen? Na, der Dreko kann Topflappen. Topflappen? Na, auf dem Kopf. Die Kippa. Oh, die Kippa. Oder Jamulke, tragen nur die Orthodoxen. Welche Orthodoxen? Orthodoxe Juden. Ich hab gedacht, ja, man ist Jude. Mein Mann ist liberaler Jude. Ah, ja, man will FDP. Ohne Herr, die Dame, ja, ich heile. Was denn? Eines noch, das Zicklein soll nicht in der Milch seiner Mutter gekocht werden. Ja, aber was meinst du damit? Dass man das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen soll. Oh, ich habe verstanden, Hey, Leute, alle mal herhören, alle 12 Stämme Jakobs, er sie die Einzige. Und gleichzeitig der Allmächtige will, dass wir ab heute Fleisch und Milch getrennt kochen. Ja, das ist der Koran, meine Lieben. Ob nun Tora oder Koran oder Bibel, Mama, das ist doch alles das Gleiche. Mama, wusstest du, dass die Juden sagen, dass das Christentum und der Islam Schwesternreligionen vom Judentum sind? Muss ich denn so sein wie meine Schwester, Mami? Habt ihr uns denn nicht beide gleich doll lieb? Дверь проломить купил отбойный молоток. Электродрель, попробуй крышу просверли. Не дам порочь.